Taxi Takeoff Briefing ist complete, Anti-Collision Light ist on und während die jetzt draußen noch das Gepäck einladen, da kommt glaube ich gerade der Gepäckwagen, ne? Während die das mal machen, machen wir mal kurz höhere Simulationsrate, sprechen wir ganz kurz nochmal die Departure Route an, die wir jetzt fliegen. So, wir haben uns entschieden für die Podip Departure 3X, müssen wir, ne? Bei der sich ja nicht viel unterscheiden, es geht auf jeden Fall erstmal gerade raus. Und dann wird es natürlich Sinn machen, wenn ich das vielleicht innen zeige. So. Genau, es geht gerade raus. Und danach drehen wir bei schon Delta Kilo 140, beziehungsweise Delta Kilo. Ja, drehen wir dann ab. Dann können die Tür schon zumachen. Genau, nach links. Fliegen über Cola. Und danach Podip. Cola, Podip, genau. Können die Türen zumachen, wunderbar. Perfekt, dann können wir gleich auf Block gehen. So. Wir gehen mal wieder auf den Map-Modus. Und dann würde ich sagen, prepare for push begin departure. Hm. Dann halt nicht. Dann halt der lange Weg. Nochmal resetten, nochmal neu. Nur das, Nase links, Tail right, keiner vor dem. Engines can, Engines start vom Pushback, so. Müssen wir ja zum Beispiel nur machen, wenn, glaube ich, die APU inoperative wäre oder so, dass wir hier so ein Engine und dann später einen Crossbleed Start machen können. Also hier halt der mit der Air Conditioning so dann starten. Das ist nicht Air Conditioning, sondern was ist das? Zack. Mit der Air Starter Unit, genau. Die Wheel Chocks können jetzt weg. Genau, Parking Brake ist ja set. Dann soll er mal schön connecten. Dann lassen wir uns auch nicht mehr länger hier warten und machen direkt mal die Engines an. Mit der 2 geht's los. Fuel machen wir auch direkt dran. Dann kann sie direkt in einem durch hochfahren. So, Takeoff 2, bin mal gespannt, wie lange wir heute auf der Bahn rollen werden, aber bei der langen Bahn sollte es ja kein Problem darstellen. Ich meine, wir rollen direkt hier vor, sind natürlich so gut wie direkt an der Bahn. Es geht schnurstracks raus für uns heute. 1-4 left ist natürlich hier, 1-4 Betrieb ist natürlich hier optimal für die Terminalposition. Auf der anderen Seite 3-2 ist man natürlich viel länger unterwegs. Wobei natürlich halt dann bei 3-2 ist die Landung halt das Schöne, dass man sofort da, wenn man schön Long Rollout machen kann, kann man direkt bis hier ans Ende dann runter. Ist natürlich sehr angenehm. Je nachdem, also natürlich ganz bei 1-4 kann man auch schnell hier sein, je nachdem wie stark die halt bremsen, wenn man nicht erst relativ spät abrollt. So, das Klicken haben wir gehört. Der ist wieder in den Off-Modus. Wir starten die 1. So, die beginnt sich auch immer mehr zu drehen. Kommen näher zur Linie. Sehr schön. Weil die gefühlt irgendwie langsamer hochfällt als die 2.
Aber gut. So langsam kommt sie auch. Irgendwie gefühlt braucht die länger. Ist die träge. Aber jetzt ist sie auch komplett da. Set. So, machen wir die Flaps schon mal raus. Auf Position 5. Fünfe. Und machen unsere anderen Sachen. Die APU kann off. Nein, noch nicht. Genau, ich sollte vielleicht auch mal nach der richtigen Procedure abarbeiten. Mensch, schon das zweite Mal mir heute passiert. Also, erst gehen die Generators on. Dann haben wir nämlich auch erst Strom über die Triebwerksgeneratoren. Jetzt könnte die APU aus. So, dann geht die Propeat. Die haben wir sogar schon on. Die Packs gehen wieder auf Auto. Isolation Valve Auto. APU Bleed off. APU is off. Engine Start Switches continuous. Takeoff Flaps and Set. Flight Controls. Full left, full right, neutral, full up, full down, neutral, rudder, full left, full right, neutral. Das Taxi Light geht an. Liefer Taxi Checklist. Also das Handsignal, vielen Dank, mach's gut. Tschüss. Die Generator sind on, Propeat ist on. NDS Light off, Isolation Valve ist auf Automatic. Engine Start Switches sind continuous, Recall ist good. Tja, da wieder Flight Continuous, wahrscheinlich das hat irgendwas mit der Route zu tun, aber gut. Das mit dem Climb wird schon passen. Ich habe ja eigentlich normalen Climb ausgewählt, deswegen wundert es mich, dass er sagt, dass er mit der Höhe und dem so, dem Speed, aber gut. Flight Controls und Check, Ground Equipment ist clear, wir lösen die Parkbremse und rollen los. So, und for left. In der Bahn werden wir auch nicht lange brauchen, wir können ja ne, gleich schon alles fertig machen, dann gibt es direkt Rolling Takeoff, geht es direkt raus. Nach St. Petersburg. So, wir nehmen die Blue, nicht die Blue Line, wir nehmen die Yellow Line, ganz normalen Taxiway. Hier gibt es ja Mike Orange, Mike Blue und Mike Normal. So, da machen wir mal zack, 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 zack. Tickets an. So. Position License Set, Tickets, TAR, Tilde Buff. Landing Lights sind gemacht, Before Takeoff Flaps 5, Green Light, Stabilizer Trim ist 5.3 und wir haben Green Units. Und dann würde ich sagen, geht's in einem jetzt raus. Also nichts mit lange rumstehen hier. Wir rollen direkt auf die Bahn. Takeoff Thrust und ab geht's. So, die Engines sind auch stabilized. Let's go, take off. Schöner Rolling Takeoff und wir haben schon Takeoff Power Set. Da sind auch schon die 80 Knots. Also es reicht locker. Takeoff 2. Und wir sind wahrscheinlich sogar vor der Querbahn airborne. Rotate. Ja, da kommt die Querbahn. Wir sind davor sogar schon airborne. Locker reicht das. Wir haben eine positive rate. Das G geht damit ab. Ich weiß aber nicht genau, was er jetzt für ein Problem hatte vorhin, was jetzt unable war, aber irgendwas mit Höhe und Speed, ne? Aber es sieht doch ganz gut aus. So, ziehen jetzt erstmal ordentlich hoch hier. Ich fliege jetzt auch nochmal kurz von Hand, dann fliegen wir gleich noch die Kurve. Also im Prinzip fliege ich eigentlich den Flight Director hinterher. Gear up and off. So, dann können wir ein bisschen die Nase drücken jetzt. Kommt gleich der Turn.
So, dann lassen Sie aber jetzt mal. Das habe ich gar nicht gemacht. Elna Wiener geahmt. So. Das anmachen. Zack. Erledigt. Das habe ich übersprungen. Das stand auch irgendwo drin. In meinen Procedures habe ich nicht dran gedacht. Na gut. After Takeoff, die Engine Bleeds. Die sollten on sein. Sind sie auch. Specs auf Auto. Das Landing Gear up and off. Und die Flaps können jetzt schon mal auf 2. Beziehungsweise machen wir so richtig auf 1. Den haben wir jetzt auch gepasst. Die Transition Altitude haben wir auch erreicht. Einmal Standarddruck bitte. Und die Flaps gehen ganz ab. So, wir fliegen Richtung Cola. Der ist direkt dann vor uns. Und dann Linkskurve nochmal nach Podip. Und genau, dann geht es einmal. Achso, was wir noch machen können. Autobreak. So, und dann geht es einmal hier. Quer über Deutschland. Wo sind wir los? Da ist Köln. Hier raus so und einmal hier wahrscheinlich so in Berlin vorbei. Hier in Norden Polen. Hier hoch Richtung St. Petersburg, was ja hier ungefähr liegt, ne? Vielleicht check's gerade nochmal mit Google Maps ab. Genau, das ist dann hier ungefähr. Da haben wir das. Ja, und das Addon, was ich jetzt für St. Petersburg nutze, ist von Digital Design. Von denen ist ja zum Beispiel auch die Salzburg-Addon, was wir mal genutzt haben. Und das wurde mir auch für das Let's Play zur Verfügung gestellt. Das ist die Version 2, die ich hier benutze. Die Version 3 kann ich leider nicht benutzen. Das ist eine aktuellere Version. Aber die ist halt nur für Prepare 3D V4. Und die V2 ist halt noch für den FSX und wurde mir hier zur Verfügung gestellt von dem Entwickler. Vielen Dank dafür. Und, ja, Landing Lights gehen wir auf. Genau, wie gesagt, aber die aktuellere Version kann ich ja leider wegen nicht nutzen, weil die halt leider nicht für FSX ist. So. Das nächste für uns auch erst hier die Descent. Vorher gibt es auch nicht mehr viel groß zu tun. Da gibt es jetzt erstmal nur noch schön rauszusteigen. Da vorne ist gleich die Departure Route zu Ende. Genau, ihr seht, wir haben 934 nautische Meilen noch vor uns und es sind jetzt noch 2 Stunden Flugzeit. Dann kommt erstmal Top of Climb in 80 nautischen Meilen. Dann werde ich gleich mal mit höherer Simulationsrate weiterfliegen und ja, sonst gibt es jetzt für uns jetzt hier eigentlich auch gerade nichts mehr groß zu sehen. Und dann würde ich jetzt wahrscheinlich auch gleich da mal einen Cut reinmachen und dann geht es kurz vom Top of Descent weiter mit Anflugplanung und dann runter nach St. Petersburg. Hat sich auch einige von euch mal gewünscht, dass wir mal dahin fliegen. Jetzt ist es soweit. Genau. Na, wieso blinkt das Beacon nicht? Dabei ist es doch an. Anti-Collision Light sollte auf on sein. Komisch, blinkt gar nicht. Die blinken aber hier, die Strobes und die Navlights sind auch an. Aber das Beacon will irgendwie nicht. Ist kaputt. Kaputt. Müssen wir ins Logbuch schreiben. Genau. Na gut, Leute, ich mache an der Stelle einen Cut rein, fliege ohne Aufnahme weiter und melde mich zurück, wenn wir uns dem Top of Descent nähern. Also vielen Dank fürs Zuschauen bis hierher. Ich hoffe, der Flug hat euch gefallen. Vergesst nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, haut rein. Euer Line Gamer 1. Ciao.